Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Baby-Haul von mir. Heute mal der Haul von der Babyweltmesse in Berlin. Wenn ihr das Video schon geguckt habt, dann wisst ihr auch schon, dass es da ein extra Haul gibt. Und heute wollte ich euch einfach mal zeigen, was haben wir alles gekauft. Das steht hier alles neben mir. Was haben wir geschenkt bekommen? Und ja, was bekommt man an Rabatten und bla bla bla. Einmal alles für euch. Viel Spaß. Ja, ich würde sagen, wir fangen mit den Sachen an, die wir so an Prospekten bekommen haben. Also ich habe das so ein bisschen sortiert gerade. Einmal haben wir hier eine große Tüte nur mit Prospekten von Toys R Us. Und da wollte ich einfach mal so ein bisschen zeigen, was wir da alles so bekommen haben. Also erstmal haben wir so einen Zettel vom Kanga-Training bekommen. Das fand ich aber auch ganz interessant. Da habe ich mich auch so ein bisschen beraten lassen. Dann haben wir ein Malbuch bekommen von Toys R Us. Da war so ein Drehding. Das habt ihr, glaube ich, auch im Vlog gesehen. Dann haben wir noch ein Prospekt von Mia Mia. Das ist so ein Handmade-Shop. Haben wir auch noch so ein Prospekt mitbekommen. Und dann haben wir ganz, ganz viele von diesen Zeitschriften hier. Alverde von DM. Da haben wir wirklich jeder tausende Stück bekommen. Also ich glaube, davon zeige ich euch gleich noch ein bisschen mehr. Und hier sind auch noch so Proben drin. Dann haben wir noch bekommen eine Elternzeitschrift von Felicitas. Dann gab es einen ganz normalen Messeplan von der Babywelt. Den habe ich mir gar nicht angeguckt. Und ein Schwangerschaft und Geburt, Leben und Erziehen Sonderheft. Willkommen Baby. Auch hier sind wieder so kleine Sachen drin. Dann haben wir noch von Madame Rodin. Das ist so, was Tragen angeht. Dann von DM so ein kleines Zeug hier und noch eine Zeitung, die ich nicht gesehen habe. Dann gab es vorne am Eingang so richtig süße Postkarten mit so richtig süßen Sprüchen drauf. Ein Geschenkideen zu Weihnachten Prospekt. Dann haben wir uns gekauft, das werdet ihr gleich sehen, die Federwiege von Hobea. Und da haben wir jetzt auch einmal hier so den Flyer. Die haben wir uns nämlich gekauft. Zeige ich euch gleich, wie gesagt. Und dann haben wir nochmal den allgemeinen Flyer mitgenommen, weil mein Freund möchte jetzt unbedingt den Hängesessel noch haben. Und da drinnen war auch eine richtig coole Karte. Nämlich diese hier. Finde ich total cool. Und den Spruch wirklich wahr. So, dann haben wir noch mehr. Ach so, hier kann man einen Kinderwagen gewinnen. Dann haben wir von Kleine Fabrik noch einen Zettel bekommen, weil da wollen wir jetzt unseren Nomi bestellen. Wir haben das gestern nicht mehr gemacht, weil mein Bruder unbedingt raus wollte. Und deswegen haben wir jetzt aber hier einen 10% Messerabattcode bekommen. Und dann werden wir den Nomi heute online bestellen. Das zeige ich euch gleich aber nochmal. Dann haben wir hier noch ein Babys richtig fördern. Und mal wieder die gleiche Zeitung, die ihr gerade schon gesehen habt. Und dann haben wir noch so ein, ja, von Toys R Us einmal so ein Dings. Jetzt kommen wir zu der Tüte, wo alles drin ist, was wir irgendwie geschenkt bekommen haben. Oder Rabattcodes und so etwas. Das ist jetzt hier alles drin. Die ist nämlich von Felicitas. Wie gesagt, haben wir uns da nämlich für die BWS-Karte angemeldet. Die BSW-Karte, so heißt sie. Und genau, das ist eine Art Payback-Karte für eigentlich Leute im öffentlichen Dienst, also Lehrer, Polizisten und so. Und jetzt haben sie sie aber auch für junge Eltern und deswegen haben wir uns da direkt angemeldet. Und als Geschenk bekommt man man darf sich ein Geschenk aussuchen, wenn man sich da anmeldet, also für das Baby. Und da haben wir uns für das Laufrad hier entschieden. Das hat einen Wert von, ich glaube, 60 oder 70 Euro. Und das kommt jetzt nächste Woche mit der Post an. So, dann geht's weiter mit Baby Was oder Toys R Us direkt. Wir haben, also mein Freund hat sich einmal beim Baby Club angemeldet. Deswegen hat er einmal eine Schnullerbox bekommen. Mit so einer Eule drauf. Die ist auch richtig groß. Also die ist richtig schön dick. Und ich war schon angemeldet, deswegen habe ich mich nicht nochmal angemeldet. Aber weil wir was gekauft haben, gab es dann nochmal eine Schnullerbox.
Also haben wir davon jetzt zwei. Dann haben wir hier einen Zettel wegen dem Nomi. Da haben wir uns bei Nomi beraten lassen und haben dann diesen Zettel mitgenommen, wo man eben ankreuzen kann, was man genau haben möchte, weil man den Nomi ja nach seinen eigenen Vorstellungen zusammenbauen kann. Dann gab es zwei Gutscheine für ein Babyhandtuch bei Babyborn. Da kann man das einfach hingeben und dann bekommt man ein Handtuch geschenkt. Dann haben wir noch von Felicitas einmal den Zettel bekommen, wo man sich anmelden kann, wenn das Baby geboren ist. Da kann man das einmal anmelden, dann bekommt man eine Geschenkbox. Dann haben wir auch von Felicitas einmal den Kinderfinder. Den soll man wohl an die Kinderzimmertür machen und dann weiß die Feuerwehr im Notfall, dass dort ein Kind im Zimmer ist. Und auch von Felicitas haben wir so eine Probe von diesem Öl bekommen. Das wollte ich sowieso mal testen und da ist hier eben so eine ganz kleine Probepackung drin. Ebenfalls von Felicitas gab es einmal ein Lätzchen für Mädels von Babyborn und einmal ein, ja, so ein Lätzchen mit ein bisschen Werbung drauf. Dann haben wir sehr, sehr lange bei DM angestanden, weil DM hat kostenlos Nuckschnuller gravieren lassen und du musstest die Schnuller nicht bezahlen, man musste die Gravur nicht bezahlen, sondern es war einfach umsonst. Und den zeige ich euch auch gleich. Aber weil wir so lange anstehen mussten, haben wir einmal noch so Hygienetücher bekommen von Mam. Die finde ich total praktisch. Das ist jetzt in der Reisegröße. Also kann man einfach so in die Wickeltasche tun. Und ich finde das total praktisch, wenn mal der Schnuller runterfällt oder irgendwas anderes runterfällt und man ist unterwegs. Und dann kann man das dann einfach reinigen. Finde ich sehr schön. Und bei Mam hätten die 2 Euro gekostet, die Packung. Und deswegen, ja, fand ich es total cool, dass man da eben jetzt 2 Packungen geschenkt bekommen hat. Ja, dann haben wir hier den Schnuller. Den muss ich jetzt so ein bisschen verstecken, weil der Name da, wie gesagt, schon draufsteht. Und ihr wisst den Namen ja noch nicht. Aber wir haben hier erstmal die ganz normale Nookbox bekommen. Und dann hat man sich eben einen Schnuller ausgesucht. Entweder für Jungs, für Mädchen oder neutral. Dann konnte man entweder den Namen und das Geburtsdatum oder den Namen und ein kleines Symbol, so haben wir das auch gemacht, oder nur den Namen, glaube ich. Und wir haben uns für einen rosanen entschieden, für den dunklen von beiden. Und ich verdecke den Namen mal, vielleicht, genau, so sieht es aus. Also sind so kleine Füßchen drauf und da, wo mein Finger ist, steht eben der Name. Und wir haben uns für das dunkle Rosa entschieden. Es gab den gleichen dann eben noch in hellrosa und wir haben uns jetzt für den dunklen entschieden. Das ist Größe 1, also der ganz, ganz kleine von Nook. Und das fand ich wirklich richtig cool. Wir standen da zwar eine halbe Stunde, aber das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Dann machen wir weiter mit DM. Da haben wir hier noch so einen Aufsteller, so einen Fotorahmen für das erste Jahr bekommen. Dann gab es auch bei DM einen kleinen, wie nennt man das? Ein Drehding. Und da haben wir einmal Feuchttücher gewonnen. Auch super praktisch für die Reisetasche. Ich möchte ja mit Wasser und ganz normalen Einmalwaschlappen den Popo absäubern. Aber für unterwegs wollte ich auf jeden Fall Feuchttücher verwenden. Und deswegen finde ich die kleine Packung ganz praktisch. Dann haben wir auch noch so eine Wundschutzcreme hier bekommen. So eine Probepackung. Auch immer ganz praktisch. Dann einmal Taschentücher und noch so ein Waschgel als Probe. Dann waren wir auch bei Baby Dream oder Rossmann. Und da war oder gab es die Möglichkeit, Fotos machen zu lassen. Und die gibt es extra in so einem kleinen Fotoalbum. Und die Fotos wollte ich euch auch immer noch zeigen, weil es ist auch total süß geworden. Da war halt so ein, ja, Profi-Fotograf, sag ich mal. Und der hat dann eben so Fotos gemacht. Und die haben sie dann vor Ort auch noch ausgedruckt. Sind dann einmal wir alle drei mit meinem Bruder. Dann einmal Felix und ich alleine. Und nochmal Felix und ich allein. Und dann haben wir noch ein Foto mit meiner Freundin zusammen gemacht. Total niedlich und ja, sehr, sehr schön.
Man musste da nur eine halbe Stunde auf die Fotos warten und dann wurden die ausgedruckt, auch in mehrfach. Also mein Bruder hat ein Fotoalbum, Felix hat ein Fotoalbum und meine Freundin hat auch ein ganzes Fotoalbum. Also total cool und das alles auch kostenlos. Fand ich wirklich sehr, sehr schön. Dann haben wir bei DM, oh, bei DM noch. Nein, erstmal bei Rossmann gab es dann noch einmal solche Coupons, dass man, wenn man einmal Windeln kauft, ein zweites Paket kostenlos bekommt. Das finde ich richtig cool. Und da werden wir jetzt auf jeden Fall auch noch ganz, ganz schnell, weil die laufen bald schon wieder ab, ganz, ganz schnell nochmal Windeln kaufen. Finde ich wirklich sehr schön. Und dann gab es bei DM noch so ein paar Coupons hier. Die haben sie uns auch immer, während wir gewartet haben, immer so reingesteckt. Einmal gab es hier Waschlappen umsonst. Die kann man dann in der Filiale abholen. Dann gab es so ein Apfel-Mangosaft, den kann man sich auch in der Filiale abholen. Und noch ein Apfel-Mangosaft konnte man sich auch nochmal einfach so abholen. Dann gab es Lottis da. Lottis kenne ich schon von anderen Messen und so. Und die haben verschenkt so Erstlingsmützen und einen Rabattcode von 10%. Und die Erstlingsmützen sind eben, steht hier, aus reiner Biobaumwolle und ich fand die auch total süß. Und da habe ich direkt zwei bekommen. Und dann machen wir weiter direkt mit Toys R Us bzw. Baby Russ. Und da hat mein Freund sich ja wie gesagt angemeldet und dann hat er so ein kleines Starterpaket hier bekommen. Da sind einmal so süße Söckchen drin. Und dann, oh Gott, es fällt hier gleich alles runter, Leute. Und dann gibt es hier auch noch 20% Rabatt auf den nächsten Einkauf. Finde ich auch sehr, sehr schön und sehr schön, sehr gut. Und dann gab es auch noch 5%, 5 Euro Allgemeinrabatt beim nächsten Einkauf. Dann habe ich ja vorhin schon das Kanga-Training erwähnt. Da hat mein Bruder nochmal gedreht am Glücksrad und da gab es noch Traubenzucker und einen kleinen Anhänger, wo große Schwester draufsteht. Den hat er mir dann geschenkt. Und dann habe ich gewonnen an dem Glücksrad ein Pflegeöl von Calendula. Also ein Weleda-Pflegeöl Calendula. Und wir haben noch bekommen, ich glaube auch bei DM, so einen Fruchtriegel hier. Und bei Rossmann ein Quietscheentchen. Das gab es immer bei den Fotos dazu, weil damit hat er die Kinder immer so ein bisschen bespaßt und da hat er eben jedem ein Geschenk. Bei Toys R Us war auch noch ein Glücksrad, habe ich ja schon mal gesagt. Und da hat mein Bruder Lego gewonnen, so ein kleines Lego-Paket. Und ich habe so einen Schnuller von Avent gewonnen. So, das war's mit den Sachen, die wir geschenkt bekommen haben, beziehungsweise alles an Infomaterial und sonstiges. Jetzt kommen wir zu den Sachen, die wir gekauft haben. Da haben wir erstmal bei Toys R Us gekauft und zwar einmal ein Set von Converse. Das kostet eigentlich 29,90. Und wir haben bezahlt gestern 20 Euro. Wir wollten das sowieso schon immer haben und da dachten wir, wenn das da schon so günstig ist, kann man das nochmal mitnehmen. Da ist eben ein Body drinne, Söckchen und eine Mütze. Und wir dachten uns für so ein kleines Fotoshooting oder so total süß. Und der Papa hat es ausgesucht. Dann hat die Mama ausgesucht ein Starterpaket, beziehungsweise ein Paket, was ja, wir auch auf jeden Fall machen wollten und auf jeden Fall auch zum Einsatz kommt. Das kostet eigentlich da, glaube ich, 40 Euro, um die 40 Euro. Und wir haben gestern 15 Euro bezahlt für beides zusammen. Das fand ich wirklich sehr, sehr gut. Und da ist einmal drinne alles für einen Gipsabdruck. So, da kann man eben dann einen kompletten Gipsabdruck machen, weil hier ist noch so eine Kiste drin, eine Magic Box. Und da kann man eben so Abdrücke von dem Kind nochmal machen. So die Hände oder die Füße. Also ich würde gerne einen Fuß und eine Hand sehr gern machen. Und finde es einfach sehr schön als Erinnerung. Wir haben das von meinem kleinen Bruder und von meiner Schwester auch noch da. Und ich finde es einfach, ja, sehr schön, so als Vergleich, wie man denn oder wie die Hände gewachsen sind. Ja, das haben wir mitgenommen bei Toys R Us. Dann haben wir ganz am Anfang mitgenommen eine Federwiege. Das ist diese hier. Die habe ich euch ja am Anfang schon auf dem Prospekt gezeigt. Und die ist von Hobea.
Und die kommt hier in so einem schönen Beutel. Und da ist eben wirklich alles drin. Also da ist die Federwiege drin, da ist die Feder drin, da ist das Band drin und da ist noch ein Band drin, damit man die wirklich direkt benutzen kann. Und wir haben ja bei uns in der Wohnung hier nebenan die schönen Holzbalken und da dachten wir uns, das passt ja auf jeden Fall. Also die Balken halten diese Federwiege auf jeden Fall. Ich war bei einer Federwiege sehr, sehr lange am Überlegen, weil ja, ich habe immer gehört, das soll nicht so gut für Kinder sein, wenn die immer so hoch und runter bouncen und irgendwann fangen sie eben an zu schreien. Also es werden halt Schreikinder. Gut, ich habe natürlich mich ordentlich beraten lassen, habe auch das Thema angesprochen da gestern und sie meinte, dass bei dieser Federwiege die Kinder eben selbst entscheiden können, ob sie wippen wollen oder nicht. Also die Kinder brauchen nur mit den Füßen zu wackeln und sie fängt an zu wippen und wenn sie halt nichts machen, macht die Wippe auch nichts. Außer man stupst sie eben an, dann fängt sie halt auch wieder an zu bouncen. Ja, das fand ich sehr gut. Ein Motor kommt für uns überhaupt nicht in Frage, wie das zum Beispiel bei der Swing to Sleep ist. Ich finde, das ist einfach... Ich würde es total störend finden. Ich finde das schön, wenn die Kinder selbst entscheiden können, wie bei der Babybjörn-Wippe, ob sie wippen wollen oder nicht. Und deswegen kam diese gestern mit. Eigentlich wollten wir eine Nonomo, aber die, wird die Marke da nicht draufstehen, sieht genauso aus. Und deswegen haben wir jetzt die mitgenommen. Die war gestern reduziert auf 120 Euro. Und wir haben sie dann einfach mitgenommen. Weil die Nonomo, ich habe extra nochmal im Internet geschaut, die Nonomo ist einfach so teuer und da tut es die hier eben auch. Die ist in der Farbe, so wie der Jutebeutel hier. Ich kann euch das ja auch nochmal so ein bisschen zeigen, aber da kommt auf jeden Fall nochmal ein extra Video zu, wie wir die aufbauen und so. Aber die wird halt nicht bemalt, weil mein Freund halt fragte, ob es die auch in anderen Farben gibt, weil sonst müsste sie durch Chemiezeug durch eine Chemiebombe und das will man natürlich nicht. Das hier ist die Trage. Hier hinten haben wir, oder das ist die Hänge, wie nennen wir es, die Wiege, Wippe. Und hier ist nochmal so ein Holzstab. Da sind extra so Löcher drin für Spielzeug. So, dann kommen wir zum letzten und größten Teil, was wir mitgenommen haben. Und zwar der Windeleimer. Wir haben uns entschieden für den Diaper Champ. Und das auch aus gutem Grund. Wir hatten den selber vor kurzem noch hier im Hause und wir waren einfach absolut begeistert. Ich war schon immer begeistert von dem Diaper Champ und ich habe immer gesagt, mir kommt nichts anderes ins Haus als ein Diaper Champ, als Windeleimer. Der stinkt wirklich absolut nicht und er sieht wirklich cool aus, muss man auch dazu sagen. Er ist einfach so cool entwickelt und deswegen gab es den Diaper Champ. Und zwar in der kleinsten Variante. Ich glaube, das sind sich S oder so oder M. Auf jeden Fall die kleinste Variante. Da sollen 30 Windeln reinpassen. Das reicht auf jeden Fall. Und wir haben den auch genommen in der Farbe Grau-Weiß, so wie ihr hier seht. Also in Grau. Den ganzen gibt es auch nochmal in Blau. Seht ihr hier. Aber weil wir das Kinderzimmer ja so rosa-grau machen wollen, kam der gestern in Grau mit. Das Coole an dem Windeleimer ist einfach, dass man keine Nachfüllkassetten braucht, sondern es passen ganz normale Müllbeutel rein. Dann hat er extra eine Saugnapflippe, so nennt man das, die sich so fest verschließt, dass man, da kann kein Geruch rauskommen. Und das ist eben das Geniale dabei. Also es handelt sich hier um diese Lippe hier oben. Und wenn man den Deckel eben umdreht, also man tut die Windel rein, dreht den Deckel einmal um, dann verschließt sich die Lippe ganz fest und es kommt einfach nichts raus. Das finde ich super und wie gesagt, bei uns im Praxistest hat er sich auch total bewährt. Und mir war klar, ich will den Diaper Champ. Bei Baby One waren Türme aufgestellt mit Angel Care und alle Leute liefen rum mit Angel Care. Einer, der ging raus mit 3 Angel Care Windeleimern und ich dachte echt, was hat der vor? Ich war schon völlig am Verzweifeln, warum es denn kein Diaper Champ gibt. Und ganz am Ende sind wir dann vorbeigelaufen am Diaper Champ. Regulärer Preis für den kleinsten, den wir jetzt hier haben, sind 75 Euro. Da habe ich auch nochmal im Internet geschaut. Und wir haben gestern bezahlt 55 Euro durch den Messerrabatt. Das fand ich auch ganz gut. Die Beratung war sehr unhöflich. Aber das war mir egal, ich kannte mich mit dem Ding ja aus und wollte den einfach nur kaufen. Und deswegen
kam der gestern mit. Ja, da fehlt jetzt trotzdem noch einiges für die Erstausstattung, das wisst ihr, glaube ich. Aber wir haben da noch genug Zeit. Wie gesagt, den Nomi-Hochstuhl werden wir jetzt noch kaufen an Wippe oder Wiege oder irgendwas fürs Wohnzimmer. Wird nichts mehr kommen. Wir haben hier den Stubenwagen und wir haben jetzt die Federwiege und das reicht. Eigentlich wollte ich eine Joyer-Wippe, aber die gab es da gestern auch. Aber wir haben eben gesagt, entweder die Federwiege oder die Wippe und deswegen haben wir uns für die Federwiege entschieden, die denn jetzt bei uns eingezogen ist. Meine Lieben, ich hoffe, euch hat das sehr, sehr lange Video gefallen. Ich bin sehr froh, dass ich es in einem extra Teil gemacht habe. Und vielleicht habt ihr auch noch Tipps zu den ein oder anderen Sachen. Dann könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ich sie nicht wieder deaktivieren muss. Aber ihr wisst das ja. Und dann könnt ihr auch mal so Meinungen zu dem Diaper-Champ und zu der Federwiege. Vielleicht hat ja auch jemand genau diese Federwiege zu Hause und kann da vielleicht ein paar Erfahrungsberichte sagen oder nennen. Und dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!